Vielen Dank für dein Follow, Troika. Oh, der Troika. Petro und Kai mit Y, auch danke an euch. Das war, glaube ich, ein bisschen viel Karten. Aber nur ein bisschen. Also Platz 3 ist jetzt schon 30 Sekunden hinter uns, hey, ja? Wollte ich bloß mal, nee, 34 Sekunden sogar. Du bist schon eine schnelle Bubbele. Hey Troika, warum versuchst du mir denn jetzt die DT zuzuschieben hier? Was soll denn das? Ich krieg die halt von den anderen auf. Ja, ja, ist klar. Ich hab noch nie eine DT reingefahren. Ich krieg die Scheiße halt immer von euch, die Autos mit irgendwie drei Cuts drauf oder so Blödsinn. Hier, der sie nimmer. Friss oder stirb. Ach so, Troika, na dann. Wir haben übrigens, ich habe gerade unsere Startnummer überholt. Schieß sie raus. Das ist ein Unding. Wow! Nichts passiert, alles gut. Das hat Zeit gekostet, Chat. Glaube ich. Oh, das hat sogar richtig viel Zeit gekostet. Bock. Ich fahre zum Ende lieber durchgehend Map 1. Flo. Danke, Avocado-Typ. Ich habe noch 14 Runden. Okay. Du hast eine halbe Stunde Zeit. Ja. Mensch, ich begrüße dich. Hi. Ja, läuft ganz gut. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, Dizzy. Gut. Bin gleich fertig. Mal jetzt letzte Runde und dann. Mann, was ist denn jetzt hier los mit dem Korn? Scheiß Luftdruck hinten rechts. Das ist wie gestern mit dem Porsche. Komplett lost mit dem Luftdruck. Platz 9 hatte Durchschwarzstrafe.
Maijin, vielen Dank für deinen Prime, Digga. Dankeschön. Ich hab schon wieder Digga gesagt, Mann. Warum mach ich das jetzt? Na, dadurch, dass du jetzt so viel Akzeptanz gefunden hast durch so viele Subs, fühlst du dich halt einfach nochmal jung. Ah, okay. Das ist okay. Ach, scheiß drauf, Digga. Ja, wenn es damit anfängt, Michel, dann müssen wir uns, glaube ich, wirklich trennen. Mit Digga? Nee, wenn du scheiß drauf, Digga, jetzt, dann lass mal kommen. Nee, er meinte so, ach, scheiß drauf, Digga. Ach so, okay. Weißt du, wie ich mein? Ja, weiß ich. Du musst immer gleich von Trennung reden, ey. Hm? Was? Du musst immer gleich von Trennung reden. Ja. Natürlich. Ja, die Drücke gehen noch runter nachher, wenn weniger Sprit drin ist. 27,8 ist okay am Anfang. Wir sind ja konstant mit 120 Liter gefahren gerade. Das ist okay. Was, ich kann jetzt schon durchweg Map 1 fahren, Flo, meinst du? Bist du dir sicher? Kein Problem, Digga. Passiert jeden Mal. Digga. Ah, nice. So. Oh, Cludi, also wenn du gerade erst anfängst, vielleicht ein gebrauchtes sogar kaufen. G27 oder so, aber guck dir es vorher an, nicht, dass es komplett ausgeklappert ist. Ja, wir fahren Mixed Panzerdachs, ja. Also Multiclass. Genau. Yes, sir. So, dann gehe ich jetzt, solange die Zeit noch reicht, einmal kurz eine schmökern, Chat. Also vapen. Und dann bin ich gar nicht mehr da und dann übernehmen wir die Schüssel hier. Bis gleich. Ja, deine Luft... Naja, egal. Dem wäre schon mal seine Luftdrücke sagen können. Kein Ding. Oder du guckst mal in einschlägigen Foren, wo du vielleicht mal Probe fahren kannst, bevor du dir was kaufst. Das wäre vielleicht auch noch so eine Variante, ob es überhaupt was für dich ist. Vielen Dank übrigens noch für eure ganzen Follows. Sorry, dass ich euch jetzt nicht alle namentlich genannt habe. Sorry, dass ich so abgehoben bin. Ist ja nichts Neues. Boah, das ist nice. Dankeschön. Ich dachte, er fährt jetzt einfach auf die Strecke zurück. Hi, Zwanni.
Flowmarkt Sub 3 in dem ersten. Vielen Dank, mein Guter. Dankeschön. Mit den Reifen ist nichts mehr anzufangen, Chat. Fahren sich absolut nicht mehr schön. Für Eleanor. Ja, dankeschön. Oh, da brauchen wir da ganz, ganz viele Subs für eine Eleanor. Mann, grüß dich, hi. Was hat ein Stuhlsen jetzt geschrieben? Ich hab's übersehen. Ach, Leerzeichen rettet die Emotes. So, los geht's, bin ready. Deine Luftdrücke bräuchte ich dann zeitnah mal. Ja, yep, hab ich hier, kann ich dir geben? Foto gemacht. Äh, 26,4. So auf dem Server? Ja. Ja, dann guck mal, wo ich bin. Ja, ich weiß. Ich denke, du bist so ein Multitalent. Quatsch, auch die ganze Zeit mit Chat. Muss man jetzt hier ein bisschen... Oh, oh, okay, hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Sorry. Ich hab nichts gesagt. Jetzt oder was? Danke an euch alle. 26,4 habe ich. 25,6. Ich bin weg. Tschüss. Habe ich. 26,2. Habe ich. 25,8. Ich glaube, das ist bald zu wenig. Ja, das ist schön. Also, gut, okay. Also, ich bin mit 26,26 gefahren. Jetzt sind 25. Weil ich, ja, pass auf, ich quäl das Auto ja auch ganz schön, ne? Ja. Und ich habe hinten relativ niedrigen Luftdruck. Also ich bin bei 27 ein und bin nur ein PSI unter dir. Also wie gesagt, ich bin bei 26,26 gefahren und hatte 27,8 auf allen Reifen. Ich lasse es so. Du kannst auch 0,1 noch drauf machen, weil es geht ja noch ein bisschen Temp runter. Gehe ich von aus. Auf allen. Es läuft super mit Michel heute. Ich meine, wir sind aktuell P1, relativ gut durchgekommen. Keine großen Vorkommnisse. Wir haben, glaube ich, eine Menge Spaß. Also, tippitoppi. Das ist auch das erste Rennen, was wir zu zweit alleine fahren. Das stimmt. Nee, Potte, ich bin gleich dran. Michel ist die ersten 2 Stunden gefahren. Nee. Fahr ich zu lange auf mich an. Nee, du warst nicht so lange auf mich an. Wir haben jetzt noch 6 Runden, Flo. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen sparen, oder? Obwohl. Oh, das ist nicht gut, Daveson. Bäh. Das ist nicht gut. Sounds like Vodafone. Hatten wir letzte Woche auch extrem in dem Rennen auf Bratwurst. Hast du überall jetzt noch 0-1 drauf gemacht? Nein. Nee? Ja, hab ich. Okay. Also nur auf der Hinterachse. Vorderachse haut hin. Also nochmal 26,4, 25,6, 26,3. Gut, okay, passt. Nice.
Davison, danke schön für 55. Willkommen zurück. Vielen Dank. Viel Glück euch denn noch. Bist du mit C-Händler gefahren? Nee, C-Händler sitzt im anderen Auto, ne? Warst du nicht mal, Davison, bist du nicht mal mit C-Händler gefahren? Oder bin ich jetzt bescheuert? In dem Kialami? Nee. In dem Barcelona rennen? Da wolltest du da mal wissen, Junge. Nochmal schön reingesqueezed. Richtiger Squeezer. Richtiger Squeezer. Da war noch Platz. Na klar, da hätte noch ein drittes Auto reingepasst. Locker. Nee, Quali war P4. Michel hat uns nach vorne katapultiert mit einer unfassbar guten Leistung. Nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Wir sind auf 2 gleich fordern. Und dann hat er die 1 die ganze Zeit verfolgt und kurz vorm Boxenstopp hat er noch gesnackt. Letzte Runde. Genau, letzte Runde. Pressing Meister, nur P1. Mhm. Okay. Wie viele Runden hast du? 4. Oh. Kannst du kurz mal im Discord was sagen? Hallo? Hallo? Okay, Test. Danke. Ja, ist gut. Ich habe nur geguckt, dass die Leute dich gleich hören. Also beide Chats. Dann. Ging das? Ja, geht. Ist gut. Danke. Das ging wunderbar. Meinst du, es fällt Rundenzeit von 1,39? Absolut nicht, nein. Nicht mit Zweierbremse. Mm-mm. Also selbst wenn es nachts super kalt ist, glaub nicht. Also 40er, jo, Vorsicht vor dir. Schöne Grüße übrigens an Teffi. Hey Simon. Wie lange hält eine Einserbremse? Ja, ich glaube, wenn du ganz viele Augen zudrückst. 2 Stunden. Aber dann ist die auch schon auf dem allerletzten Furz unterwegs, glaube ich. Es gibt auch Leute, die sind damit schon mal ein bisschen länger gefahren. Ah, das ist schon grenzwertig. Die Lage ist prima heute. Bisschen Aufregung gehabt heute beim Anmelden fürs Rennen oder zu finalisieren, sag ich mal. Aber so an sich Rennen tippitoppi mit Michel heute. Bis dato. Keine Vorkommnisse. Also so wirklich gar keine.
Ach, jetzt bloß mal so, zwischen 22 und 23 Uhr kann ich nicht fahren. Das ist, da fahre ich doch sowieso. Weiß ich nicht, ob du da fährst. Ja, glaube ich nicht. Ich fahre die letzten zwei Stints. Also fährst du jetzt vierer durch, oder was? Nee, wieso? Guck mal auf die Uhr. Oh. Warum kannst du nicht fahren? Weil ich nochmal weg muss. Okay. Muss noch was erledigen. Bloß die eine Stunde. Ja, ist nicht wild. Kriegen wir hin. Wenn ich jetzt... Also wenn... Ich würde jetzt halt vorschlagen, dass, du jetzt eins fährst, ich dann nochmal ein. Ja. Und dann fährst du den Rest oder je nachdem. Okay. Ja, machen wir. Auf alle Fälle brauche ich jetzt gleich erstmal eine Kippe. Gönnung. So, vorletzte Runde. Ja, sitze bereit. Er muss noch Geld eintreiben. Bei Michael ist von 22 bis 23 Uhr Happy Hour. Da kann man extra gut reinzappen. Da gibt's einen Stein für billig Geld. Für also hier in Feuerstein. Ah ja. Die Reifen sind jetzt am Ende bei mir mit Luftdrücken. Bin mir nicht so sicher, ob deine Luftdrücke reichen, aber wir werden es sehen. Also wie gesagt, ich bin bei 26 gefahren. Ich bin schon bei 23, 25. Ja. Und wir haben schon 0,1 drauf gemacht, also daher. Ja. Sollte eigentlich passen. Na gut. So, letzte Runde. Fahr ich Map 2 komplett? Nee. Der Chat rechnet dir das dann aus. Okay. Machen wir in der Box. Was machen wir in der Box? Fahrer auswählen. Achso. Ja, dann machen wir das. Ja, Hälfte Map 1, Hälfte Map 2, schreibt Flo gerade. Okay, machen wir. Oh, jetzt würde ich gerne durchfahren. Jetzt haben wir wieder richtig grün im Delta. Aber dann reicht der Sprit nicht. Aber wir hätten die schnellste Rennrunde. Gehabt. Chat, wie viel Bits, dass ich durchfahre? Okay, hat sich jetzt eh erledigt. Simon, ich habe einen eigenständigen Rechner. Das ist nicht zu vergleichen. Aber Ausrufezeichen ACCS oder so, glaube ich. Ach hier, Nils, wenn du bloß 2,9 Liter brauchst, dann kannst du auch Map 1 fahren. Wir müssen auf deinen Spritverbrauch gucken. Ja, ich teste das gleich mal. Ich gehe übrigens jetzt, ich bin im Discord gemutet, ne? Weil wegen Teams hier, okay. Soll ich das Auto anmachen? Moment. So, ihr solltet Michael gleich auf jeden Fall hören können. Lautstärken haben wir eingestellt. Sollte alles passen. Alrighty. Let's go. Auto gleich hochgehoben. Kannst du Bremsbalance auf 58 stellen? 59,8. Oh, 59,8, danke. Kutzi. Jo. Ganz starker Stint, Michel. Zwei wunderschöne Stints. Dankeschön. Ganz stark. Also Auto läuft dann gleich, hey. Bloß Gas geben. Stolz auf dich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
Hat geklappt? Ja. Perfekt. Nee, hat nicht geklappt. Musste selber anmachen. Hä? Ja. Ja, ich hab zu spät drauf gedrückt, glaube ich. Alles gut. Oh, shit. Ich bin durch. Also ich geh jetzt schnell winkeln und dann komm ich wieder. Jo, ist okay. Nein. Gleich.
Gecko rein, tüdelü. Wünsche weiß. Geht gleich los, Vexus. Ist die kleine Info, ich bin wieder da. Ja, Baby. Habt Spaß mit Chat. So, ich mach jetzt bloß noch schnell Dizzy-Chat auf und dann beantworte ich Ihre Fragen. Ich wüsste halt gern mal, wie man bei Chatterino einen zweiten Tab aufmacht. Also, dass ich noch einen zweiten Tab hab. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Ja, ich hab einen Level 5. Ach so, okay. Krass. Was es hier nicht alles gibt. So. Top out Chat. So, jetzt habe ich beide Chats und kann sozusagen mit beiden Chats kommunizieren. Oh mein Gott! Überlebt, überlebt! Sorry, Boys, my bad. Uff, das war ein bisschen schwierig. Ja, Expo, weiß ich nicht. Eigentlich wüsste ich jetzt nicht, was es für Neuerungen geben sollte. Chat, können wir bitte in beiden Chats mal Cackwaggle für Michel irgendwie kriegen? Das wäre schön. Moment, da kann ich gegenhalten. Ach, Chat. Mensch, wo ist denn meine Maus jetzt schon wieder? Hier. Ich muss aber erstmal schnell. Viel zu wenig, Cackwiggle. Viel zu wenig, das muss mehr sein, Chat. Ja, Schall macht das eigentlich. Ne, jetzt sitzt doch eine Antwort drauf. Fett er. Nee, doch. Doch. Da muss eine Antwort jetzt drauf sitzen. Mehr! Wir brauchen mehr!
Okay, jetzt, klingt da nicht gut. Da weiß jemand, ob Schalm allein fährt? Chat? Totten, wir fahren plus 8 Stunden. So schön. Ja. Gebt's ihm. Ich hab ihm einfach seine Eier geklaut. Mit der Hand. Ah. Slow car, wir sind halt eine Turniermannschaft. Also Dizzy Chat, wenn ihr sehen wollt, was mein Chat schreibt, müsst ihr einfach nur noch mein Stream aufmachen und den parallel laufen lassen. Das wäre natürlich Ehre von euch, Dizzy Chat. Der Ehre wäre das. Wo, 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 wo. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Gar nicht cool, Leo. Danke, Jungs. Mädels. Solange Dizzy so konstant weiterfährt, Körper abgeräumt wird, passiert mal, der GT4 ist nämlich schnell, habt ihr ja gesehen. Auf seiner Stream, okay. Na, 8 Stunden ist schon hart. Na, 8 Stunden Großform. Hat einfach kein Leben mehr. Ich meine, man muss ja oben auf Toilette. Wenn er jetzt wirklich mit VR fährt, stelle ich mir halt trinken wohl sehr schwer vor. Ja, die 24 Stunden ist aber nicht losgefahren. So ist das falsch, Dabusa. Ach so. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber das muss ich schon machen. Ab in die Abo-Falle. Raw Royale, bloß weil die gelistet sind, heißt es ja nicht, dass die fahren müssen. Dadurch, dass es ja hier keine Mindestzeit gibt. So, ja. Ich brauchte deinen Verbrauch irgendwann mal. 3,38. Da musst du Map 2 fahren. Ja, okay. Mach ich. Perfekt. Ja, BMW, Alter. Ist geändert. Ja, wie wollen die das überprüfen? Anstrengend fährt. Ah. Oh, mach doch nicht diesen! Ja, doch, du warst viel zu weit weg, mein Bruder. Car on the right. Clear on the right. Das Hawaii-Kollektiv, das ist eine hochkomplexe mathematische Frage.
die ich jetzt nicht so im Livestream auslegen kann. Da müsste man dann einen zusätzlichen Tabletop-Stream machen, wo ich euch das dann erklären kann. Weil die 777 jemand anders geklaut hat. War irgendein Ferrari. Der Ferrari auf Platz 7. Der Herr Ersberg. Elliot. Kuhlmann! Oh nö! Jetzt! Du hast das aber auch gepachtet, Alter. Uff. Nee, Elliot, das ist nicht wieder ein Ruf. Lässt du mich bitte vorbei? Ich werde das wahrscheinlich schon über den Winter operieren lassen. Da bleibt da nichts anderes übrig. Der Schalm, glaube ich. Oder mal gucken mal. Ja, eigentlich bisher. Wir müssen mal gucken, wann jetzt Platz 3 dort 91 hat. Car on the left. Clear on the left. Immer noch nicht. Jetzt. Also wir haben circa eine halbe Runde Vorsprung vor Platz 3. Ja. Also wir haben jetzt Platz 6 schon überrundet. Vor allen Dingen, weil ich den noch nicht weggeworfen habe, Alter. What the fuck, Chat? Richtig scheiße. So, Chat, wir müssen mal ausrechnen. Wie lange fährt Dizzy jetzt? Dann habe ich neben das Auto übergeben. Ich glaube, wir sind nur krass, wir sind noch mal vorgeworfen, oder? Nee, wir sind nicht. Okay. Das ist natürlich nicht aus. Ja, Schall wird uns doch wieder überholen. Voller Gott. Pace kann Dizzy halt noch nicht ganz mitgehen. Es wird noch ein paar Simracing-Stunden dauern, bis es soweit ist, aber das wird. Ja, wie spät war es da? Ach, vor 30 Minuten schon? Oder 30 Minuten her? Ne, 20, sorry. Car on the right. Clear on the right. Ja, Mr. Pancake, kann ich mir schon vorstellen. Der Pitwall hat das dann, glaube ich. Ja, die haben den Pitwall. Glaube ich. Weil ich mir das bei Pfeffer eigentlich nicht vorstellen kann. Danke für dein Follow.
Die hast gar nicht verstanden. Oh, das ist ein Cut, oder? Ne, der wird Map 2 fahren. Ne, Map 1. Ne. Ja, der fährt Map 1. Wir haben immer noch eine schnellere Rennrunde. Avocado-Typ, wie gesagt, Map 2 Pferde. So. Ja. 29 Runden remaining, das ist sogar eine Stunde, da haben wir es 19.30 Uhr. Dann nochmal, da haben wir es 20:40. Er kann eigentlich seine beiden Stints fahren, oder? Nein. Car on the right. Kai Saligkeit, vielen Dank für deinen Prime. Dankeschön. Ja, das Nein hat gerade gepasst, das stimmt. Hol das gerade. Geh vom Gas, geh vom Gas! Kein Cut, ja gut. Ah, Glück gehabt. Also Schein ist jetzt hinter dir. Ja, weiß ich, hab ich gesehen. Are you fucking serious? Car on the right. Clear on the right. Wilder Bremspunkt. Ja, nett. Eieieiei. Ich steck grad. Verkehr. Ich hab kein Klopapier hier oben, Mann. Wieso? Was ist los? Wilder Bremspunkt. Wer? Meiner? Ja. Ach, easy snack. Vertrauen ins Auto haben, Freundchen. Da war gar nichts wild drin. Car on the right. Clear on the right. Handbach voll rosten. Kann sie? Weiß es nicht. Ah, also es gibt doch Pit Wall. Das Einzige, ach, was wild so ist, dass Ballerkopf. Ich den, ja, das Auto, was vor mir ist, im 24-Stunden-Rennen abgeschossen habe. Aber volle Kassette. Guter Mann, Schulz. Kann ich bitte GT4 es mal nicht vor der S haben? Danke, das wäre super. Weißt du, Horn sagt doch hier zu mir Mimimi, na? Und jetzt merkt er selber, wie scheiße das ist, Mann. Ah! Was? Wumpel. Oh, das war her. Das war aber sehr optimistisch, Herr Schalm. Der später Bremspunkt.
30 PSI, Klausi. Nö, das war ja unbeteiligt, alles gut. Das war nicht so eng. Sah enger aus, als es war. Sonic hätte das Rennen gerne früher beendet. Was? Nee, Olli, der sollte nicht fahren lassen. Warum? Das ist gut so, wie es ist. Ja, das wusste ich aber, Joseba, dass der Reifendruck nicht so optimal wird. Das war mir schon klar irgendwo. Der scheint fertig aggressiv, der hat sich einmal verbremst. Der darf das auch machen. Oh. Das ist jetzt zu spät gebremst, oder? Doch, kriegt gebrochen, das ist sehr schön. Alles gut, Chat. Hab ich gesehen. Formulier's mal so. Je später er ihn überholen kann, ja, umso weniger muss ich abholen. Genau. Haben wir gleich, Chat, haben wir gleich. So bei VW bis, glaube ich, gerade so vierstellig. In der freien Werkstatt würde ich jetzt sagen, also das Kettenkit mit allen Zahnrädern kostet, glaube ich, so um die 200 Euro. Plus, ich glaube, 3,6 Stunden gibt es für einen Ausbau. Plus Ölwechsel. Wenn du jetzt einen Stundenverrechnungssatz von 100 Euro hast, bist du bei 350 Euro plus die 200 Euro für den Kettensatz. Bist du bei 550 plus das Öl im Jahr 650 bis 700 Euro. Also so wie schwarze Mucken das geschrieben hat. Das muss Dizzy lernen, Vexus. Mit Druck umzugehen. Das kriege ich auch manchmal nicht hin. Ich mag den zweiten Gang einfach nicht. Das müssen wir lassen. Du kannst es natürlich auch selber machen, Joseba. Aber das Absteckwerkzeug kostet nicht viel. Das einzige Problem hast du halt, das Probewellenrad runterzubekommen. Kommt drauf an, wie verschmutzt dein Öl ist, wie viel Öl die da durchpumpen müssen. Boah, meine kleine Schokoladenprinzessin. Vielen Dank für den Sub in den zweiten. Dankeschön, mein Bruder. Kann ich jetzt mit Map 1 fahren? Nein. Wir lassen den Map 2 fahren. Zum Ende hin lassen wir da nochmal. Ab wann geht das wieder? Die letzten drei Runden. What? Okay, alles klar.
Aber beim Zweiliter TSI ist das ein bisschen problematischer. Da habe ich noch nicht so viele gemacht beim Zweiliter FSI. Aber warte mal, hat die... Warum kriegst du so genervt eigentlich? Nee, alles gut. Okay. Ich dachte schon, es ist was passiert. Nein. Da war es wieder dieses Genervte. Chat, er liebt mich nicht mehr, eine andere. Hast du deine Luftdrücke irgendwo hingeschrieben? Nee. Perfekt. Ich denke, du willst die nächste Runde fahren. Nee, kannst deinen Doppelsinn fahren. Hä? Musst du doch nicht weg, oder was? Ja doch, das kommt aber hin. Car on the right. Clear on the right. Oh, wie viel Verkehr wollen Sie in Ihrem Sint? Ja. Ich nehme einfach alles. Ui, 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 ui. Oh, lässt du mich bitte vor der Schikane vorbei? Car on the right. Clear on the right. Whoa. Ah, ja, ich müsste jetzt mal gucken. Weil 2 Liter FSI. Ach, ja, stimmt. Nee, das willst du nicht selber machen. Lass mal die Finger davon. Davon habe ich auch noch nicht. Weil das waren die, die eigentlich relativ gehalten haben. Jetzt fährt er ganz solide, lässt das Auto ganz. Wir haben noch gut Vorsprung vor dem Griff. Auto ist beendet. Oh oh. Gib vom Gas! Das ist ein Cut. Mager, entspann dich! Ich hab doch auch schon meine 800 Stunden runter! Ich bin doch nicht ein kleines Baby! Bin ich doch schon runtergegangen! Sag mal! Scheißerei wie so ein Irrer, Junge! Hast du Klopapier geholt? Nee, ich lass es einfach oben. Okay, das besser. Ledersitz. Das alles gut. Ja, gut. Kann für Bresen ein bisschen helfen, das kenne ich. Ja. Das ist gut. Das war kein Cut, by the way, ne? Ja, alles gut. Oh, okay. Was zum Fick machen wir hier? Aber er ist wieder anscheinend dran, Chat. das okay. Hier Benz? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mal irgendwie so ein bisschen zumindest so tun, als ob. Danke. Puh, sweaty. Können wir mehr Multiclass fahren? Bin ich raus. Bei Chevy bin ich raus. Was wird noch mehr Multiclass fahren? Das ist wild. Ich glaube, Herr Schalm ist auch gut am Schwitzen unter der Brille. Kümmer mich. Daneben, ich weiß nicht. Ja, Kabu, zu große Diesel für mich. Bringt mir eh nichts, weil ich nur 7 Kilometer bis zum Arbeiten habe. Ich fahre schon Benziner. Jede Woche 6 Stunden.
Mal gucken, ob wir da Dizzy irgendwie iRacing-Überzeugung geben könnten, aber ich glaube es eher weniger. Ja, Nexus, genau. Oder das FBI anklopft. Yellow flag, be careful. There's a slow car ahead. Rudi, das ist doch... Entschuldigung, my bad. War nicht deiner, war meiner. Entschuldigung. Der geht 100 pro auf meine Kappe. I am looking. Mal belesen. Das wird dann. Ja, du weißt schon. GT2 haben mehr Leistung, weniger Aero. Also die stehen in Kurven, den GT3 ist im Weg, aber auf dem Geraden. Gas. Gut. Aus dem Cut, Chip. Kein Cut. Kannst jetzt mal 2-3 Runden beim 1 fahren. Ich hätte gerne mal 2-3 Runden ohne Verkehr, das wäre schön. Also ohne so extrem komischen Kackverkehr. Achso, alles noch weg. Das stimmt. Also sag mal so, Chat, wenn wir Podium holen, ist das ganz geil. Machen wir es mal so. Habe ich irgendwas verpasst? So ist mein Kackebeutel bei dir schon angekommen. Käfer, ja! Abwarten, noch haben wir ja keine Durchfahrtsstrafe. Was hat er gemacht?
Weißt du nicht. Bei Yeet haben wir ihn. Also, Team Yeet hat, wie heißt das Teil? Das ist so ein kleiner Hacker. Der kriegt alles raus. Ach, for sure, ich hab keine Ahnung, was du meinst. Denn es ist doch nur ein Strich in der Landschaft, Mr. Pancake, oder? Aber ich find's toll, dass du auf der Simracing Expo bist und trotzdem meinen Stream guckst. Finde ich mega nice. Dankeschön dafür. Ja, Dizzy Chat, wir sind jetzt mal ein bisschen auffallend bei euch. Also haut jetzt mal ordentlich ein Wickel. Ja, wie nennt man das? Scheiße, wie nennt man das? Ein Wiggle-Mob rein in Chat. Auf geht's. Ich will jetzt was sehen. Perfekt. Schöner Anfang. Mehr Wiggles. Ganz, ganz viele Wiggles. Chat macht einfach mit Dizzy Chat. Kommt halt ein Wiggle. So ist es schön. Das nice. Super. Viele, viele Wiggles für schnellere Rundenzeiten. Wiggle, 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 wiggle. Keck, wiggle, 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 wiggle. Ja, schön. Marvin hat's halt extra verkackt. Wie sagt der Stuhl vor uns? Leerzeichen retten Emote, Marvin. Was hast du nicht mehr? Scheiße. Hier im Stream ist der Chat fast 10 Sekunden verzögert, deswegen dauert es immer ein bisschen. Ist das so? Grüße? Achso. Naja, wollte bestimmt bloß die Simracing Expo wegen der Siegerehrung posten. Niemand. Achso, hat es zweimal gepostet. Passiert! Wenn ich Zeit habe, vor Show. Wenn ich jetzt hauptberuflicher Streamer wäre, ja, dann hätte ich dafür wahrscheinlich Zeit. Aber bin ich nicht. Dafür bräuchte ich mein Chat noch viermal. Dann könnte das eventuell funktionieren. Map 2 bitte wieder. Copy. Ja, einen soll irgendwie alleine fahren. Nee, das geht 8 Stunden, aber... Hätte ich keinen Bock mehr drauf. Wenn ich ehrlich bin. On the right.
Angeblich ja, Tsubasa. Fettfalle und Go. Und dann dazu Stream Madness. Na perfekt. Ja, das stimmt, sagt Kenik. Mokasov, ist das jetzt, was ist das jetzt für eine Frage? Der Schein ist halt ein bisschen schneller als für sie. Danny, grüß dich, hi! Kann ich dir nicht sagen, was du warst, aber weiß nicht. Wie ist der noch weit gegangen? Boah! Elif Donning, das kannst du dir dann morgen auf YouTube angucken. Ich glaube, das willst du nicht verdienen. Mokasov, der erste ist einfach viel schneller als ich. Der fährt eine ganz andere Pace. Das ist nicht mein Niveau. Das ist Michel sein Niveau ungefähr. Das kann ich nicht. Oh. Wirklich schwer auf Imola zu reden, ist mir auch aufgefallen. Konzentriere dich lieber. Ja, ist recht. Danke. Wird ganz schön erschöpft, wenn ich mit ihm fertig bin, auf jeden Fall, Sancho. Also wie gesagt, das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich Schein hier vorbereitet hat, aber Schein ist ein schneller Dude. Und wir sind heute bloß ein paar Runden. Ich glaube, die Woche bin ich mal 3-4 Runden gefahren wegen Setup. Und ansonsten habe ich Imola nicht angeschaut. Also dafür ist das Ergebnis schon recht gut, finde ich. Macker lässt den Apex federn. Was machen wir jetzt mit den Reifen drücken? Das musst du mir sagen. Ach so. Ach so. Ja. Warte, ich kümmere mich. Wie viel Runden hast du noch? Kann ich dir gerade nicht sagen, Moment. 12. Ja, da haben wir ja Zeit. Tough. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Oh. Car on the right. Slow car ahead. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Ist. Ah, von da an die Idee.
weiß es nicht. Chat, achso, ihr habt mitgeschrieben, perfekt. Live, ey. Kann ich bitte irgendwie sauber, saftig, mit Schmackofatz hier durch? Mann! Entschuldigung. Oh, fuck my life, ist der Verkehr insane. Sauer, Mr. Pancake, freut mich. Du bist nicht gemutet. Ja, Kuseba, das ist ein kleiner Maus, Kasper. Machen wir dann kurz vor Schluss. Okay, warte mal, wie spät haben wir es jetzt? 20. Was hat er gesagt? Wie viele Runden hat er jetzt noch? 10 Runden noch. 20 Runden. Ja, dann praktisch bei 19.20 Uhr. Dann sind wir bei 20.50 Uhr und dann müssen wir pünktlich 22 Uhr müssen wir pünktlich durch sein. Oh, please don't. Jetzt ist es so geil, wenn es aus dem Nichts kommt. Car on the left. Clear on the left. Hat zumindest auch Kopfhörer aufschmissen. Ich finde das so gut. Also ich hab's nicht lauter gedreht. Das ist immer noch auf dem Level, wie es vorher war. Ja, also okay, cool. Die zwei Folien sind in der Position. Ich weiß, Michel, ich musste aber trotzdem vorbei. Ja, nee, ich sag ja bloß, dass du. Ich komm da aber nicht vorbei ohne Brecheisen und ich will die nicht abschießen. Ja.
Ja, alles klar, Memory. Alles klar. Ich finde das so geil, ne? Aus nichts machst du das? Oder ist das jetzt sofort was? Viele Arrows. Viele. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein! Ei. Mann! Jede Runde! Jetzt drück auf die Bremse! Salz ist aktiviert! Entschuldigung. Meine Fresse! Ich kann dir das nicht sagen, genau. Sind ein paar Sekunden. Warte mal, sehen wir jetzt, glaube ich, gleich hier. 21 sind es noch. Arrow. Ich gehe noch fix eine Schmökon. Bin gleich wieder da. Danke. Puh.
Ich habe noch nicht eine einzige vernünftige Runde hingekriegt, ohne ein Auto von meiner Fresse. Ich habe jetzt noch 5 Runden, Michel. Wegen den Reifen drücken. Car on the right. Clear on the right. Boah, der Verkehr ist halt wirklich wild in meinem Sinn. Holy shit, ey. Also nicht, weil es viel ist, sondern weil es immer an so beschissenen Stellen ist. Oh. Wäre immer schön, wenn das auf der Geraden wäre. Michael ist rauchen. Oh, prima. Okay. Hat irgendjemand aus dem Chat die Reifendrücke mitgeschrieben? Nee, um den Essen geht's gar nicht. Der ist gar nicht das Problem, der fährt meine Pace. Ich komme halt einfach nicht mehr rein. Also ich komme nicht in den Groove, weil ich halt ständig irgendein Auto vor mir habe. In irgendwelchen Schikanen und so. Ich muss halt immer viel langsamer fahren. Gibt noch keine Drücke, Michael rechnet gleich erst. Ja, schön, ich habe noch 4 Runden. Klingt gut. Da. Mucke leiser drehen. Ja, ja, ich weiß. Drücke. Da soll ich mich mal entspannen. Wo sind deine Drücke, ATM? 27,2 alle. Habe ich bloß selber. Machst du dann das Fenster auf nach der Kurve? Jo. 26,6. 25,8. 26,5. 26,2. Nee, 1. 26,1. Okay, hab ich. Reifensatz 6 ist richtig. Ja. Also 26,8, 25,8, 26,5, 26,1. Ja. Okay, hab ich. Soll ich ausreizen bis zum Ende? Ja. Ich komme hier gerade mit den ganzen Fenstern nicht klar. Zurück. Mach mal gleich, Chat. Ich will das gleich auf der Geraden nochmal sagen. Ja, ich weiß, ich hab das schon mitbekommen.
Was hast du mitbekommen? Mach vorne mal noch 0,2 runter. Du hast 26,8 gesagt. Kommt aber 26,6 hin. Wie viel musstest du jetzt pro Rad hochgehen? Keine Ahnung. Maga, ich kann gerade nicht rechnen. Nein, wie viel du klicken musstest. Das ist meine Frage. Weiß ich nicht. Chat, was waren für Ausgangsdrücke, die er jetzt im Pit-Menü eingestellt hat? Ich hab hier Drücke aufgeschrieben, die ihr mir vor uns geschrieben habt. Der hat überall bloß 2 Klicks mehr gemacht. Mit denen er rausgefahren ist, Kusema. Das war jetzt die Frage. Also die ich vor uns eingestellt habe. Okay, dann passt. Dann ist okay. Wie viele Runden hast du jetzt noch? Ich fahre jetzt rein. Ich habe jetzt noch 5,9 Liter drin. Also ich glaube, ich könnte noch eine, aber das wäre schon ganz schön risky. 5,9 hast du jetzt noch? Ja. Da fahr noch eine. Wenn du jetzt noch 5,9 hast, das reicht dicke. Car on the right. Clear on the right. Bloß jetzt eine Komfortsache, wenn du möchtest, dass die Drücke am Ende des Sins auch noch gut sind, dann musst du überall noch einen Klick mehr drauf machen. Hab ich. Wie habe ich das gemacht, wo ich nicht gestreamt habe? Also für Sprintrennen musst du das eigentlich kaum einstellen. Car on the right. Clear on the right. Wenn du mal in der Box musst und den Reifen gewechselt hast, hast du einfach das, was dir am Ende des Sitzes gefehlt hast, hast du einfach deine Standardluftdrücke drauf gemacht, Olli. Und Endurance-Rennen hast du eigentlich in der Regel immer in Mate an der Seite. Der hat bestimmt irgendeinen Schlauch oder so, Mr. Pancake. Nee, wir wechseln jetzt keine Fahrer. Disney fährt jetzt weiter. Ich fahre nach Disney noch eins und dann fährt Disney weiter. Ganz wilder Stint hier, ganz wilder Stint. Nee, ist ja gut, war alles gut. Hast du Schaden? Nee, ne? Nee, wenn dann nur irgendwie. Nee, war 30 Sekunden, stopp. Silverquest haut alles hin, alles gut. Let's go. Nee, weg.
are coming up behind. Watch out. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Was? Links, alles gut, fahr. Musterknabe, der muss aber ohne an die Box. Nein, Map 2. Wir bleiben bei Map 2. Car on the left. Clear on the left. Frag mich mal, wie die das durchballern können mit dem Porsche. Das ist echt wild. Da müsste eigentlich jetzt noch zwei Runden draußen bleiben und dann müsste er an der Box. Sag mal, hab ich Scheiß am Schuh oder was? Also wirklich. Er ist 38 Laps draußen, das sehen wir. Immer Platz 3, wo ist Platz 2? Hä? Will ich das nicht. Oh oh. Final warning for exceeding track limits. Ja, ist okay. War das ein Cut? Ja, okay. Also wie gesagt, ich glaube, eine Durchfahrtsstrafe kassieren wir. Da können wir machen, was wir wollen. Oh. Da muss er jetzt... Ah, hier. Das ist D2. Okay. Die stehen noch. Car on the left. Clear on the left. Okay, Knispel ist jetzt auf alle Fälle in Schlagdistanz. Er wird uns jetzt dieses Sind überholen, aber ich glaube Platz 4 nicht. Ich fährt jetzt das wieder raus, okay, das passt. Sollte man hinbekommen. Also Chat, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir ein Podium machen können. Ihr lebt halt alle sehr ungesund, Freunde, so da möchte ich euch nur sagen. Wild! Also Knispel holt uns dieses Sind auf alle Fälle. Aber ja, vierte Platz nicht. Sonic, hey, wir haben eine Schiff. Oh, Mann, ey.
wollt ihr mich eigentlich alle komplett verarschen heute, oder was? Oh, ist das belastend, Alter. Car on the left. Ja, Dizzy hat gerade ziemlich viel Pech. Car on the left. Hast gerade ziemlich viel Pech, Dizzy. Ja, alles gut. Car on the left. Clear on the left. Was kann der, Chevy? Bin grad irgendwie ein bisschen lost. Lupana, das ist immer so eine Ansichtssache. Es kommt immer drauf an, wie die Pace ist. Ne? Man muss dann halt sehen, auch wenn wir jetzt meinetwegen, wie wir jetzt auf Platz 2 sind, es kommt einer von hinten, der auf Platz 10 ist, der ist schneller als du. Da musst du rein rennintelligenztechnisch den Typen einfach vorbeilassen. Weil dich kostet das Zeit, wenn er versucht, dich zurückzurücken. You know what I mean? Was, Schalm oder was? Oder wenn meinst du jetzt Chemie? Das geht schon nonstop, die Pace fahren. Da würde ich jetzt auch keine Probleme drin sehen, aber ich habe da einfach keinen Bock dazu, mich da 8 Stunden am Stück hinzusetzen. Zumal es auch nicht gesund ist. Ja, und jetzt? Oh, Mann. Oh, Alter, ich kotz im Strahl. Ist gerade zu unkonzentriert. Aber die 24 Stunden kann er nicht durchfahren. Das geht nicht. Er wird keine 24 Stunden durchfahren. Das funktioniert nicht. Da muss aber dein Teammate jetzt zurückziehen wieder. Sonst Mist. Schluss jetzt, Feierabend. Jetzt mache ich von dem Recht Gebrauch, was ich habe. Meine Fresse, was zum Fick ist das hier heute, ey? Also wie gesagt, ich würde vorschlagen, unser Ziel ist es heute eventuell P3 hier mit nach Hause zu nehmen. Das ist das, was ich für realistisch halte. Und ich denke, das ist bei der Größe vom Feld schon nicht schlecht. Das wäre unterm Strich, würde ich jetzt behaupten, einer der größten Erfolge auch für Dizzy. Nein, P2 geht nicht. Oh, nee. Quadracer, das ist noch nicht ganz so sicher.
Okay, na dann probieren wir halt P2. Dann muss ich halt in den 1, mit dem ich noch fahre, alles abreißen. Car on the right. Clear on the right. Der 1 ist nicht Pressingmeister. Unmöglich. So weit ist der nicht weg. Ja gut, eine halbe Runde. Sie verliert halt pro Runde circa 2 Sekunden. Ja, Stibi, das ist der Plan. Bei mir ist alles gut, Ruppel. Aber wie gesagt, das, was ich gestern hier im Discord gepostet habe, das Auto, was ich noch repariert habe, das wollte ich eigentlich heute Morgen machen, aber ich dachte mir, ach komm, du setzt dich jetzt nah ans Stream, setzt dich nochmal 3 Stunden hin, reparierst die Karre noch, dann kannst du morgen schön ausschlafen. Habe ich ausgeschlafen, und du noch ein bisschen Zeit mit Lisa verbracht. Und jetzt stream halt. Pete, wir brauchen da jetzt nicht drüber diskutieren, was erlaubt ist und was nicht. Wir nehmen das jetzt einfach so hin. Das ist eine Schlauchwaage, Humpel. Damit kannst du Vergaser einstellen. Ich hab's speziell für meine... Gibt's eine DT? Ein Cut! What the fuck? Ich hab da bei meiner GSX-R die Drosselklappen synchronisiert. Ja, Schlauchwaage. Kannst dir halt auch solche Unterdruckohren kaufen. Die kosten halt Schweinegeld, wenn du ordentliche kaufen möchtest. Und ich hab mir halt einfach so eine Schlauchwaage gebaut. Du kannst sie synchronisieren, sag mal so, Rumpel. Einstellen, ja, theoretisch auch. Du fühlst P1 noch, Avogadro-Typ, alles klar. Ja, Anti-Downsizing. Ne, es sind sogar 4 Fahrer gemeldet mit ihm. Mit ihm sind es 4. Mal rauskommen. Ja, wir haben jetzt noch gleich Halbzeit, das stimmt. Michael, auf zu schwarz zu malen. Rennen ist noch nicht vorbei. Niemand malt schwarz, es geht hauptsächlich um P1 zu sehen. Ach so, schaffen wir auch noch. Hey, habe ich da ein verschmitztes, verliebtes Lächeln gehört? Möchte ich gerne erwidern mit einem. eine GSX-R 1000. Das aber noch die richtige Männer 1000. Also ohne TC und ABS. K5, K6 ist das.
Start letztens auf einer R6. Hau mir ab! Das Motorrad ist viel zu klein für mich. R6. Geht gar nicht. Ja, ist schon wild, was sie mit dem Porsche machen. Fetzt. Finde ich gut. Porsche ist nicht so geil hier auf dem Track. Ah, so gut. Nee, also wie gesagt, die R6, das geht für mich überhaupt nicht. Viel zu klein ist das. Car on the left. Be on the left. So sieht's aus, Code Wolf. Car on the right. Danke, Leg. Wie gesagt, es ist grundlöslich, um die Reglements der Ligen aufzuregen. Die werden das nicht deswegen ändern. Kann man nur dann auch sehen und auslegen, wie man möchte. Das ist, wie gesagt, auch nicht gesundheitsförderlich. Nee, die hat mehr. Also angegeben ist er mit 178 PS. Also am Hinterrad kommt dort, keine Ahnung, weiß ich nicht, 160 an, aber an meiner ist noch ein bisschen was gemacht. Ich habe andere Software drauf, Ansaugung ist geändert und andere Lockenwellen. Also die müsste so um die 190 PS haben. Am Hinterrad kommt dann vielleicht, keine Ahnung, 165 an oder 170. Die waren nicht auf dem Leistungsmodell. Geht, es ist beherrschbar. Ja, du kannst natürlich die ersten zwei Gänge nicht komplett aufziehen. Also geht schon, aber das ist nur kurz. Nicht dauerhaft. Also das machst du Salto. Das stimmt. Bis zum Tachoende. Also bei meiner ist halt das Problem, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei den neuen Nummern das so ist, aber bei mir ist bei 2,99 der Tacho-Schluss. Also der geht dann halt nicht weiter. Aber das Motorrad beschleunigt halt trotzdem noch. R1M. Jungs, beruhigt euch jetzt. Ist immer ganz gefährlich, wie ihr hier fährt. Aber P3 ist wieder nach hinten geflutscht. Was ist da passiert? Wir haben ordentlich Boden jetzt verloren, ne? Hier steht Payment. Ist das so, Anti-Downsizing? Car on the right. Clear on the right. Oh, ich wäre gern P3, ey. Ich hätte auch gern jetzt Verkehr. Also im Auto jetzt.
Das ist wohl kein Fett. Wie lange muss ich eigentlich mit Map 2 fahren? Willst du mir das sagen, dass du Map 1 fahren kannst? Das rechnen wir zwischendurch dann immer mal aus. Okay. Wir müssen halt auf die 70 Minuten kommen. Hast ja gesehen, es hat vor uns gerade so gereicht. Ja, ja, alles gut. Also bist du praktisch auf dem Auto auch nicht gemeldet, Jimmy. Pass auf, der ist sauer, glaube ich. Da habe ich schon gelesen, dass der sauer ist. Der ist schon ganz blau, weil er so sauer ist. Disney-Chat, wisst ihr, was hier fehlt? Ich meine, ihr könnt es euch schon denken, aber einmal bitte ordentlich Cake Wiggle rein. Auf geht's. Lasst euch mal von mir animieren, Mann. Los jetzt. Jawohl. Mehr. Für mehr, Chat. Wir sehen, dass ihr nicht nur Lurker seid. Auf geht's. Wiggle, 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 wiggle! Car on the right. Clear on the right. Oh, das geht ins Nirgendwo. Nee, doch nicht. Jungs, beruhigt euch jetzt alle. Bitte. Auf geht's jetzt.